Hallo und willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir sind in Yamatau jetzt endlich angekommen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und nicht vergessen, supporten, das ist wichtig. Motor-Dreisäle, was ist da vor uns los? Ende. Alles ist verlassen, aber die Bahnstrecke ist in Ordnung. Ende. Verstanden. Fahrt nicht so schnell und passt auf die Strahlung auf. Ende. Verstanden. Ich kann es noch nicht glauben. Wir sind da. Glaubst du es? Will, was zur Hölle? Warum habe ich die denn jetzt? Da. Das war unser Ziel. Nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern seit 20 Jahren. Mein ganzes Leben. Und es war nicht umsonst. Jetzt kann ich es mit Sicherheit sagen. Guck mal, Mama. Hier. Ah, jetzt habe ich ja drei Wochen wieder. Ich weiß nicht. Warum? Es gefällt mir hier nicht. Es ist unheimlich. Psst, sag das nicht. Genosse Oberst, hier draußen wird es ziemlich heiß. Alle Mann Masken aufsetzen. Passagiere, reingehen und gut zuknüpfen. Ja, natürlich. Komm, lass uns. Planänderung. Ab hier nehmen wir die Motordreisine. Wartet auf Artyom und mich. Was ist mit mir? Du hast schon so lange davon geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt willst du mich zurücklassen? Bin ich deine Tochter oder nicht? Also gut, komm mit. Sonst nimmt das ja nie ein Ende. Ja, Weichei. Jelmark, halte die locker. Bringt die Aurora zurück in die sichere Zone und bleibt dort. Machen wir sofort. Go, was hat er denn für ein Gewehr? Das will ich auch gerne. Jawohl. Sehr gut. Auf geht's. Einiges runtergekommen. Schlimmer als in Moskau. Ja, sieht so aus. Siehst du diesen Krater? Ich frage mich, wie hoch die Sprengkraft war. Sieht mir nach einer 100er aus. Mein Glück. Ihr habt doch auch 300er und 500er eingesetzt. Tja, aber hier scheint doch eine 100er gereiht zu haben. Herr Oberst, Jermak hier. Wir sind in der sicheren Zone. Strahlung äußerst gering. Warten auf Ihre Rückkehr. Ende. Gut, Miller. Ende und aus. Meinen die 300 Kilo oder was? 100 Kilo Atombombe oder wie? Sieh dir all diese Autos an. Artyom hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Ja, wohl wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. So viel vergeudete Zeit. Das gleichen wir jetzt wieder aus. Ja, wir sind fast da. Oh, hier steht noch ein geiles Auto. Habt ihr das gesehen? Das können wir wahrscheinlich mitnehmen. Ich muss mal kurz was trinken, es tut mir leid. Wir hätten wirklich nicht hierher kommen sollen. Wo ist jetzt mein Begrüßungskomitee mit dem roten Teppich? Das verstehe ich nicht. Seht ihr? Keiner zu Hause. Wie wäre es, wenn wir umkehren, ne? Da! Mit einer Meldung für den Verteidigungsminister. Und wo sind Ihre Leute, Herr Oberst? Im Zug. Draußen ist es gefährlich. Kontaktieren Sie sie und sagen Sie ihnen, dass sie den Zug zur Dekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen soll. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Drinnen wird man sie in Empfang nehmen. Wir werden erwartet. Mir gefällt das ja, das, ne? Ich war nie gern Motorkonzept. Das.
mal irgendwie. Wozu sollten Sie sie brauchen? Ein Atomsprengkopf würde hier nichts bewirken. Nee, aber um sich zu verteidigen. Ja, die sollten hier zumindest mal etwas sauber machen. Alter. Idiot, wisst ihr was? Wir müssen nicht alle zur Regierung, also bleibt ihr besser bei Crest. Jawohl. Mir gefällt es überhaupt nicht. Hast du wenigstens eine Ansprache vorbereitet? Sich beim Minister zu melden ist kein Spaß. Ach, geh mir nicht auf den Wecker. Ich habe die Nacht durchgearbeitet. Meinst du nicht, du solltest Artyom jetzt irgendwas sagen? Ja. Du hattest recht, Artyom. Und ich nicht. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Wird schon schief gehen. Das sind wahrscheinlich die Roten oder so, Alter. Genosse Minister, Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller, meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht mehr. Wer sind sie? Fleisch! Die anderen. Alles läuft wie geplant. Alles ist gut. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Sofort. Keine Sorge. Alles wird gut. Und sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo ist die Regierung? Antworten Sie! Hier, Herr Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur verdammte Kannibalen! Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Mensch. Du Scheißkerl! Warte ab, Junge. Lass mich los! Alter. Nicht, Alter. Wir entkommen.
Kein einziger! Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass Sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass sie lange leidet, bevor sie serviert wird. Haben Sie verstanden? Und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Das ist jedoch kein Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Naja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Jakob, du ich kannst anfangen. Ich krieg noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an ihn verschlucken oder so. Derweil bitte ich, ihr Bestien, entschuldigen. Kommt her, ich reiß euch alle in Stücke. Alter. Jeden einzelnen von euch, das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich schnipp mir euch jetzt um. Verbrennt diesen Abschaum. Zu Asche. Damit nicht mal eure dreckige Knochen übrig bleiben. Jetzt werden wir wieder satt sein. Gollum, Junge. Ja, die schlachte ich alle ab. Die werden wir abschlachten, diese Missgeburten. Tut mir leid, mit diesem Aufzug bin ich wohl zu weit gegangen. Zum Teufel damit, Idiot! Hol den Hauptaufzug hoch! Bereit! Aufzug Sam, unterwegs! Wir geben ihm eine Minute! Jawohl! Gut gemacht! So lange halten wir durch! Alter, kranke Missgeburten, Alter. Alter, das war gerade ein Pick, Alter. Voll in die Hohen. Der Hüber oder der ist noch gut? Ja, ich hab keine Munition mehr, Kollegen. Nicht mehr viel zumindest, wenn ich wieder. Du hässliche Fickfresse, Junge. Wenn das schon so eklig lag. Können sich jetzt gegenseitig fressen, dreckigen Ficker. Genau wie unser altes D6. Ja. Selbst der Aufzug ist genau derselbe. Stimmt. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also müssen wir uns aufteilen. Sam, du siehst den Filterraum und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Idiot, du kommst mit mir zur Kommandozentrale. Idiot? Artyom, du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Hier muss ich raus. Ich weiß, dass wir zwar nicht viel Zeit haben, aber... Jo, so ein bisschen Munition.
wäre nicht verkehrt. Okay. Oh, Alter! Ja, der liegt da schon im Falschen. Ja, wir haben keine Zeit und so, aber ich brauche ja Munition, ne? Ja. Geht das hier? Ne, das folgt mir. Alter, Alter, ich will hier. Alter, ist das euer Ernst, Junge? Ja, ich kann es ja nicht ändern. Was war das? Okay, da so geht es nicht. Wie konnte ich denn die Sachen jetzt hier weg sind? Auf dem Molotow-Cocktail. Genau vor uns. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein.